Liebe Pokémon-Freunde, endlich habe ich es mal geschafft, den ersten Shiny Hunt Stream zu machen. Und ich war ja auch gar nicht spät dran, denn das war ja nicht schon für den November oder so geplant. Und daher alles voll im zeitlichen Rahmen. Ja, aber dafür, dass sich das alles ein bisschen hingezogen hat, lief es dann doch relativ gut, würde ich sagen. Ja, gut und verrückt, könnte man auch sagen. Zuerst hatte ich halt vor, einen Shiny Knapfel zu brüten. Mit Masuda-Methode und mit Shiny Charm. Shiny Charm, so heißt es. Schillerpin auf Deutsch. Das heißt, die Rate müsste 1 zu 512 betragen, wenn ich mich nicht irre. Es könnte aber auch was anderes sein. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Auch gelesen, es ist vielleicht 1 zu 455, was ich ein bisschen komisch fände, aber okay. Aber dann ist es noch ein bisschen anders gekommen. Naja, ich will noch dazu sagen, Shiny Hunting kommt grundsätzlich auf Twitch, aber Zusammenfassungen, so wie jetzt, folgen dann nochmal hier auf dem YouTube-Kanal. Wie das mit dem Shiny Knöpfe lief, könnt ihr jetzt sehen. Okay, ja, ich würde sagen, los geht's. Ich fahre hier meine Runden und ja, gut zu erzählen habe ich jetzt gerade nicht, aber das kommt wahrscheinlich noch. Und ich brauche natürlich auch ein paar mehr Eier. Ich hoffe, das geht relativ schnell. Ich habe schon sehr viel gezüchtet, deswegen bin ich eigentlich schon der Meinung, dass das hier in Schwert und Schild ganz gut klappt mit dem Züchten. Manchmal nerven hier die Pokémon auf dem Feld. Die kommen dann immer, die Pikachu und die Teddybären, deren Namen ich gerade nicht mehr weiß. Ach man, ist das doof. Aber okay. Ich hoffe auch, dass das mit den Knapfen relativ schnell geht. Ich habe den Shiny Charm, wie heißt das auf Deutsch, den Chillerpin. Das heißt, die Shiny-Rate beträgt gerade mit der Masuda-Methode und dem Chillerpin 1 zu 512. Das ist eine ganz gute Quote. Ich denke, ja, ich würde schon ganz gerne unter der Quote bleiben. Aber naja, eigentlich habe ich mir vorgenommen, heute nicht aufzuhören, bevor ich einen Shiny Knappel habe. Ob das so klappt, ich weiß es nicht. Und ja, Asano, du bist jetzt wieder Moderator. Ich habe das eingestellt. Ich habe mich gewundert, dass du nicht mehr Moderator warst. Aber das ist jetzt wieder geregelt. Man hört mich auch. Auch das ist jetzt geregelt. Und ja. Ansonsten darfst du gerne was zum, ja, zum Overlay sagen, das ich hier kreiert habe. Ich hoffe, du findest es schön. Gut. Ja. Das ist jetzt ein bisschen witzlos. Ich stell den Counter einfach mal auf 1 und ich würde sagen, das war's dann. Ja. Wir sind fertig mit dem Shiny Knapfel. Wir sind unter der Quote, das kann ich sagen. Ich bin nur gerade ein bisschen. Das ist so lächerlich. Ja, das glaubt mir doch jetzt keiner, als ob das jetzt passiert ist. Okay, ja, ich überlege, was ich jetzt mache. Ja, das war dann eine sehr schnelle Aktion. Ein Versuch für einen Shiny-Pokémon. Hatte ich so auch noch nicht. War Premiere für mich. Aber gut, kann vorkommen. Ich denke, das wird aber einmalig bleiben. Und ich hatte nicht mehr vor an dem Abend. Ich wollte einfach nur Shiny-Knapfen und ich dachte mir, oh, so um 3-4 Stunden wird das vielleicht dauern. Aber nein. Es ging dann eben innerhalb von ein paar Minuten und ich hatte auch nichts anderes vor. Also ich wusste nicht, was ich da machen soll. Habe ich mir den Pokédex ein bisschen angeguckt, improvisiert und gesehen, oh, Morpeko sieht ja eigentlich ganz nett aus. Sieht ja auch einfach aus wie diese Eiswaffel mit dem Erdbeer, Vanille und Schokoeis drin. Und da dachte ich mir, okay, dann machen wir doch mal einen Shiny Morpeko. Habe ich also angefangen, das zu brüten. Und ja, wirklich länger wurde der Abend dadurch auch nicht. Also, Schwert und Schild sind schon eigentlich ganz okay. Aber ich bin auch der größte Fanboy, also, ja. Was ich sage, ist da vielleicht nicht unbedingt das Unparteiischste. Als ob! Okay, ja.
Was soll ich sagen? Ich glaube, ich bin ganz gut in der Quote. Oh mein Gott. Oh, es ist so schön. Oh mein Gott. Das sieht aus wie so ein kleines... Ich weiß nicht, wie so ein Reisbällchen. Wow. Es geht so schnell. Ja, das kann doch nicht sein. Ja, dann... Was für ein Hack. Das ist alles... Alles Glück, wirklich. Soll ich auch nicht... Nein, ich will das Tattoo nicht mitnehmen. Oh Gott. Ja. Das Tattoo kann sofort wieder in die Box. In die Pension. Oder ins Hort. Ist ja keine Pension mehr, die trainieren ja nicht. Und ich packe dann jetzt einfach Galar-Fleckmon rein. Ja, erst ein Versuch für Knapfel, dann 16 Versuche für Morpeko. Ich dachte da schon, okay, jetzt habe ich mein Glück so herausgefordert, ab jetzt kommt gar nichts mehr. Das blieb dann für den Rest des Abends auch so. Ich habe versucht, danach noch Shiny Fleckmon, Shiny Galar Fleckmon zu machen. Das normale Fleckmon gibt es ja in Schwert und Schild noch gar nicht. Wobei das sicherlich kommen wird. Denn bisher ist es ja immer so gewesen, dass wir alle Regionalformen haben und dann auch immer gleichzeitig noch die normale Form. Also das wird noch irgendwann kommen. Auf jeden Fall habe ich dann Shiny Galar Fleckmon versucht. Und ja, das kam dann nicht mehr. Und ich meine, wir sind bei Versuch 148 stehen geblieben. Da geht es dann auch jetzt irgendwann weiter. Wahrscheinlich heute Abend. Ja, gut. Also, wer bei einem Shiny-Hunt-Stream von mir dabei sein möchte, sollte mir auf Twitch folgen. Ich hatte eigentlich vor, auf YouTube auch mal vorher Bescheid zu sagen, dass jetzt eben ein Stream folgen wird. Aber meistens ist das dann doch irgendwie so spontan, dass ich dazu gar nicht komme. Tut mir leid dafür. Aber wer mir auf Twitch folgt, der kriegt es auf jeden Fall mit. Okay, Leute. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. In ein paar Tagen geht ja auch Pokémon Mystery Dungeon los. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin, wie immer, alles Gute.